Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu Genesis Alpha One. Und ich habe ein angezockt Video gemacht und das Spiel macht irgendwie einen süchtig. Den Spielstand, den wir beim angezockt Video hatten, sage ich mal, der existiert nicht mehr, weil das Spiel nicht einfach so, das macht immer ein Autosave. Und wenn man stirbt, ist man wirklich tot. Und ich bin auch sehr schnell kurz nach dem Angezockt-Video gestorben, weil eine unbekannte Lebensform war auf der Station und hat meinen Energieknoten oder Energieknoten zerstört. Egal, dann habe ich alleine weiter gespielt und dachte mir, ach komm, machst du mal ein Let's Play von. Jetzt habe ich schon ein bisschen, ich gehe nochmal kurz zurück. Neue Mission. Hab hier schon was freigeschaltet, so ein bisschen. Artefakte. Eine Minigun. Und dann gibt es hier Patronenverstärkung. Oder eine Minigun nehmen wir nochmal raus. Ja. Nehmen wir da mal Patronen. Und dann hier Beschreibung Aliensichtung. Gewinne Erkenntnisse über die Ausbreitung dieser Spezies im Universum. Keine Ahnung, was mir das bringt. Ja, Crew können wir noch nicht auswechseln. Da haben wir noch nicht weit genug geforscht. Oder ich habe da nicht weit genug geforscht gehabt bisher. Und jetzt kann man hier das Tutorial wieder starten. Das ist nervig, weil das Schiff von Anfang an so ein bisschen verbaut ist. Ich wollte jetzt mal hier eine andere Fraktion nehmen, die wir jetzt freigeschaltet haben. Also ich glaube, dieses Tutorial und diese Gruppe gab es am Anfang schon sehr früh. Dann habe ich gesehen, die Stahlunion gibt es. Ein traditionelles Schwergewicht im Stahlbereich, geführt von einer deutschen Familie, nachdem die Firma wegen illegalen Waffenhandels verurteilt wurde. Konzentriert sie sich auf die Raumfahrt. Ja, das ist meine Firma. Und ich sag mal, Start. I was young. Our dream was to go to the stars. And so we tried. Give our best. And in the end we made it. Ja, komm, kennen wir schon. Welcome to the shipbuilding interface. Ach, endlich. Here you build and upgrade our ship. Hier darf man es selber bauen. Sie geben einen an, was wir bauen sollen. The corridor connects modules and is available in different designs. Make sure you balance the ship's layout between security and efficiency. So. Ich baue mir erstmal ein T-Stück. Es gibt später so einen Sicherheitsbereich, der braucht nämlich zwei Bereiche und dann kann man das so machen. Oder wir können Folgendes machen. Na, das ist ja noch besser. Ich habe Idee. Kriege ich das wieder weg? Wir machen uns zwei Stränge. Falls das Raumschiff zerstört wird. Und in einem Bereich will ich alles machen. Traktorstrahl, Hangar, Raffinerie und Depot. Das sind alles so Sachen, wo Aliens kommen können. Erstmal bauen wir ein Treibhaus, wobei... This is a greenhouse. The concept of cultivating plants on board of our ship is central to the Genesis project. Nee, halt mal den Rand. There is no technology known to us that can effectively store or even provide a vital biosphere for the full time of our endeavor. Danke. Different life forms also demand different biosphere components to survive on this ship. Halt den Rand. To compose a certain biosphere, we need special plants. Superior genetics cloning technology is not configured for the creation or reproduction of plants. Weil das ist zu nah beieinander. That we need to protect our plants at all costs. Wir können, warte mal, wir machen das doch so, dass wir den mittleren Strang benutzen. Ich hoffe, wir kriegen die Ressourcen wieder, die wir verballern. Jetzt haben wir ein Problem. Wir bauen einen Kreis. Wir machen einen mittleren Strich und dann bauen wir einmal links und rechts rum, dass wir zwei Kreisläufe haben. Dann darf der mittlere Strang nicht unterbrochen werden. Wir müssen einen Kreis bauen, glaube ich. Ich mach's trotzdem mal.
Wenn es nicht funktioniert, dann habe ich Pech. So, dann könnte man da, was könnte man da bauen? Ich finde immer diese Treibhäuser in der Mitte eigentlich immer ganz nett. Benutzen aber leider sehr viel Platz. Warte, wir bauen weiter hinten. Ja, wie man das Schiff, glaube ich, baut, ist gar nicht so uninteressant am Anfang. So, wir haben ein Treibhaus. Wir brauchen einen Traktorstahl. The Alpha Quadrant is full of shipwrecks. Our tractor beam module is a fast way to acquire already refined materials. Materials will be directly moved to the ship storage. No deposit and no reactors provide the ship's power. Build more reactors if the energy level is low. Up to 5 reactors. This is the refinery. Raw materials will be enhanced here. Die Refinery ist hier aber größer als bei der anderen Firma, finde ich. To increase refining speed, assign engineers to work in the refinery. Ja, sowas von auf den Zwirn. Alter, die Refinery sieht aber mächtig aus. Das ist ja Hammer. So, da backe ich jetzt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Den Traktorstrahl. Den backen wir da bitte dran. Können wir die Kamera mal drehen? Ja, sieht noch ein bisschen komisch aus, das Schiff. Das wird noch. Wir hätten auch hier nochmal Abstand nehmen sollen, aber egal. So. Das Schlimme ist, wenn die Gebäude direkt nebeneinander sind, gibt es da Zugänge quasi. Gibt es dann einen Zugang hier und einen Zugang da zum Flur. Man könnte den ja auch eigentlich wieder abkapseln. Dann können die Aliens nur hier in die Raffinerie. Oh, das klingt aber sehr gut. Aber ich wollte da gegenüber ein Depot haben. Oder warte mal, wir machen das anders. Wir hauen den weg. Dann können sie Alien-Viecher da nicht lang. This module grants access to the service tunnels of the ship. Make sure that you always genau, have dann können wir da nämlich eine Etage tiefer gehen. Und wie verbinden sie hier this miteinander? So, dann können wir ein Depot bauen. Welcome to the deposit module. Raw materials from the hangar will be moved here by carrier robots. Warum ist das so riesig? Make sure that we always have enough deposit space available. Scheiße, ist otherwise, das riesig. The carrier robots will leave farmed raw materials in the hangar and further harvesting will not be possible. Fuck. Warum ist das so riesig? Das Teil, das kenne ich ja gar nicht so. Normalerweise waren das immer so einzelne Blöcke. Jetzt haben wir hier so einen Massenblock. Ich hätte jetzt gerne mehrere diese kleinen gehabt. Achso, ein Depot brauchen wir auch gar nicht. Geh weg damit. Wir brauchen erstmal ein Lager. This is the refined storage genau sowas. Production ready materials leave the refinery and will be stored here. So, haben keep wir erstmal ein Lager. An our refined storage capacity. If we run out of space, the refining process will be placed on hold. Und wir brauchen jetzt ein Quartier. Our refined materials are the source for shipbuilding, weapon and ammunition supply. Ich habe ja Scheiße gebaut. Wir müssen die zwei Bereiche immer frei halten. Sorry. Da brauchen wir das hin. Haben wir noch einen Haufen Verbindungen? So, Crew-Unterkünfte. Crew quarters. Each crew member needs a slot in one of these modules. If a crew member is sick or feels bad, you can most likely find them here. Passt aber dahin. So, dann könnte man nämlich hier. Oh, man könnte hier so. Machen wir ein Verbindungsstück hier. Klack. Dann können wir hier so ein paar Lagersachen noch dran bauen. Und auf jeden Fall, dass wir hier und hier noch so einen Verteidigungstunnel bauen. Dass das Kreuz hier echt wichtig ist.
Hier kann alles kaputt gehen. So ist mein Plan. Traktorstahl, Raffinerie ist nebeneinander. Raffinerie ist riesig. Wir können das Spiel starten. Ja. 15 Eisen auf Lager. Energieverbrauch. Ach komm, let's start. Ich bin gespannt. Nostromo heißt das Schiff. Und wir starten. Wieder Lust, Alien zu gucken. Captain wird befördert. Martin. New Captain promoted. Kann ich Martin umbenennen? Captain Status. Captain Martin. Mensch. Irgendwie Schifffarbe. Ich würde da mal zur Tür gehen. Ich mag lieber das Rot. So. Na. Habe ich bisher immer so gemacht bei den ganzen Schiffen. Ich finde das Rot sieht irgendwie cool aus. Ah, ich habe es letztes Mal in einer anderen Kombination gemacht. Sieht aber geiler aus. So, da haben wir ein riesiges Schiff, ey, schon am Anfang. Das erste, was wir machen, wir gehen zum Traktorstahl. Ne, können wir schon in der Werkstatt bauen? This is a workshop module. Here we research and construct weapons and defenses. Ja, ich weiß. You can also configure the weapon racks with your favorite selection of weapons. Assign engineers to the workshop in order to speed up research processes. So. Ah, nee, ich wollte wieder hoch. So. Und tapp raus und muss mir erstmal selber hier orientieren. Ich habe diese langen Gänge. Kennst die ganzen Texte gar nicht. Brauche ich ein Fernglas. Lager. Werkstatt. Survival Guide Update. Alpha 1 is a dangerous quadrant. Even the bravest pioneers will need top-tier weapons and defenses to survive this endeavor and to lead the Genesis mission to success. In the workshop modules, you can research powerful weapons. Search the galaxy for new weapon samples and stock up your arsenal. Assign your favorite gun to the weapon racks. The racks will make the weapons available in several spots on board the ship. Ja, ja, ja. Access granted. Also ich habe schon mal ein bisschen weiter gespielt und wie gesagt, es kommen auf jeden Fall, die Viecher werden größer und die Viecher werden mehr. Und die Viecher befallen so als Krankheit quasi auch das Schiff. Darum habe ich mir jetzt ein bisschen Mühe gegeben und Survival Guide updated. Ja, Planeten ausbeuten. Weil das ist die Raffinerie, die ich vorher hatte, ist ja ein Witz dagegen. Das ist ja eine Mega-Raffinerie. So, muss ich mir das jetzt angucken? Survival Guide updated. Das ist düsterer, oder? So, gucken wir mal die Zugänge. Weil die machen hier die Energieknoten kaputt. Die hier. Die, auf die müsst ihr achten. Weil wenn die Aliens das kaputt machen, dann habt ihr keine Energie und keinen Sauerstoff mehr hier. Und dann ist die Kacke ganz schön am Dampfen, du. Darum erstmal hier schön ein Geschütz. So. Was ich auch immer mache, wir haben am Anfang, glaube ich, 4 Crewmitglieder. Automatisch gleich hier 2 hinzupacken. Dann haben die nämlich was zu ballern, wenn was kommt.
Die schießt nämlich auch gleich drauf. Und wir müssen jetzt fleißig Ressourcen ernten. Lithium ist schon mal scheiße. Ich habe auch schon mal einen Händler entdeckt. Händler kann man die Waren tauschen. Wurm. Gott sei Dank habe ich kein. War das kein Bandwurm oder so? Das war alles? Quelle schon? Ey, null. Hey, nichts gegen die Security auf diesem Schiff. Das bin ich hier, ja? Ich bin die Security. Kupfer. Kupfer ist super. Da können wir Generatoren von bauen. Die brauchen wir auch. Mehr Sachen oder mehr Module, die wir bauen, brauchen mehr Stromanski. Also mehr Strom und ja. Da ist Kupfer ganz gut. Man findet später auch noch andere Ressourcen. Aber dann wird es auf dem Planeten krimineller. Und diese Aliens. Alter, könnte man die erschießen? Geh ich mal verarzten. Baue einen Biotank. Oh ja, Biotank habe ich vergessen. All biomass you collect will be stored here. Make sure we always have enough biomass in stock and biomass tanks ready. Biomass is the basic material for every cloning procedure. Ja, ja, ich weiß. Ah, wo baue ich es nur hin? Nee, da baue ich es nicht auf die Seite. Ich könnte auch hier zwischen. Eigentlich ist das ja die kritische Ära, ne? Biotanks. Man könnte auch hier nochmal so Biotank, 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 Biotank. Ich baue erstmal ein. Wie sieht es mit Ressourcen aus? 7 Eisen, 2 Kupfer, wir haben nichts. So. Kuh geheilt. Super. Und auch hier schon wieder, Asteroid ist weg. Also im, ja. Scheiße ist das. Scheiße mit der Scheiße. Unterkünfte, Lounge. Hangar. Fuck! Mir fehlen 3 Eisen fürs Hangar. Das ist jetzt echt un... Das ist jetzt... Ah. Wo kriege ich die 3 Eisen her, verdammt? Hier. Nee, wir kriegen nichts dazu. Scheiße. Brauch doch Eisen. Warum kriege ich kein Eisen mehr zurück? Ah, das bringt eh. Ja, zerstöre ich den Biotank. Vielleicht kriegen wir dadurch Eisen. Ja. Ja, ich mache das jetzt deswegen, weil ohne den Hangar kommen wir hier nicht weg. Resources, plants or other interesting things from planets and shipwrecks. You need to assign pilots to operate a hangar. Please use the hangar terminal for additional information. Oh, da kommen wir jetzt, weil ich habe jetzt nicht geahnt, dass wir jetzt die beiden Weltraumschrottressourcen so schnell abarbeiten. Jetzt habe ich hier unten jetzt noch ein Loch gemacht. Ne? Das war jetzt doof, Heinrich. Müsste ich hier quasi auch nochmal einen ranpacken. Das war ein bisschen doof. Aber wie gesagt, die sind getrennt quasi. Die können bis hier gerne alles kaputt machen. Dann ist das alles im Arsch. Aber mein Schiff lebt noch. Da müssen wir nur genug Ressourcen in Reserve haben. Könntest du hier auch noch miteinander verbinden, aber das lassen wir lieber. Immer nur einzelne Zugänge. So, ja, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als die Planeten zu erkunden. Haben wir noch... Ah,
scheiße, mir fällt gerade was ein. Wir brauchen Sauerstoff, ne? Ich war noch gar nicht im Treibhaus. Wie viele Crewmitglieder haben wir noch? Zwei in den Unterkünften, ne? Zwei Stück. Survival Guide updated. Ja, ich weiß. Können wir noch eine Pflanze pflanzen? Nö. Ich weiß nicht, was die Crew hier macht. Ich schicke einfach mal einen hin. Kann ja ein bisschen Gras pflanzen oder so. Keine Ahnung. Und... So. Umbenennen. Das ist jetzt der Montro. Ups, falsch geschrieben. Der hat mir einen Kommentar dagelassen, dass ich ihn doch bitte mit einer Spielfigur benennen soll. Das tue ich hiermit. Wenn ihr auch in dem Spiel vorkommen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Montro wird jetzt eine schwere Aufgabe kriegen. Der wird mit mir jetzt auf den Planeten gehen. Und quasi... Oh, die ist zu. Bin noch nicht so ganz in diesem System drin. Gedanklich. Und teile ihn hier schon mal zu. Niedrig, niedrig, niedrig. Ich hoffe nur, es gibt ja genug. So, wo bleibt denn der Montro? Montro! Ich weiß, das Schiff ist ein bisschen weiträumig. Bewegst du dich mal? Da kommt er. Space Marine Montro. Genau, warten auf Crew. Let's go. Ist das eine Waffe? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin nicht so sicher. Doch da. Nee. Irgendwie nicht. Klonproben, ja. Einige Aliens lassen DNA-Proben fallen und die können wir erforschen. Das habe ich auch zu spät gecheckt irgendwie. So, Montro, du kümmerst dich um die Ressourcen. Ich erkunde. Knall alles ab, was nicht bei 2 auf den Bäumen ist. So, ihr kennt das Spiel. Ausschau halten nach, ja, komischen Steinen. Wie aus dem Film von 2001. Satelliten. Leichen oder sonst irgendwas. Ah, Montro ist schon wieder... Nee. Gut, das Schiff hat automatisch gefeuert. Kann aber sein, dass im Tutorial das alles ein bisschen einfacher ist. Und jetzt hier so im Solo-Game oder so, wie man das jetzt nennen mag, seltener vorkommt. Weil hier ist gar nichts. Oh! Alter! Warum kommen gleich so viele, ey? Alter! Montro, konntest du schon was abarbeiten? Oh. Alien-DNA. Elf hier mal. Oh, ist eine Pflanze. Oh, ist cool. Hätte ich nicht gesehen. Biotank benötigt. Den bauen wir als nächstes. Alter. Ey, das ist... Wir haben erst angefangen. Werden hier richtig gefordert. In dem Anfangslevel schon. Schwefelerz. Das konnten wir auch für irgendwas gebrauchen. Ich höre es auch schon jetzt, die dreckigen Viecher. Oh nein! Alter! Das ist doch voll die Rüsselpest hier! Ich dachte, das fängt hier ein bisschen ruhiger an!
Heil dich mal, Montro. Da kann man nicht mal in Ruhe diesen Planeten abernten. Alter Scholli. Ich will nicht ohne Beute gehen. Aber wir brauchen schnellstens mehr Crewmember, damit wir hier auf dem Planeten schneller ernten können und ich nicht immer dabei sein muss. Weil später kommen Planeten, die haben dann 20, 30 Ressourcen und die kriegst du ja nicht alle mit. Einfach haben wir noch. Alter Montro, halt dich. Diese Schweine, ey. Diese Schweinebacken. Los, Montro, Strahlen dürfen nicht kreuzen. So. Abmarsch. Weg hier. Alter, und weg. Und ich dachte, der erste Planet wird ein bisschen chillig werden, aber nein. So, wichtig, warten. Ah, sind wir mitgekommen, die Schweine. Band noch. Was ist los? Geh weg da, Mann. Sind die giftig? Was? Das Landungsschiff kann erst entladen werden, wenn genug Platz im Depot ist. Ah, fuck. Wir haben kein Depot, oder? Warte. Warte. Fuck you. Scheiße. Ey, willst du mich verarschen? Okay, ich habe das Depot vergessen. Jetzt haben wir ein Problem. Stimmt dir, das Depot war so riesig, ne? Fuck. Fuck, 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 fuck. Toll. Jetzt kriegen wir das hier nicht ab. Ja, was bleibt uns da übrig, ey? Das ärgert mich jetzt. Wir haben... Scannen wir nach Weltraumschrott? Bei mir kann ich da lange scannen, da ist wohl nichts mehr. Aber man kann die ganzen Sachen scannen. Oh, Alter. Und ich bin... Also wir scannen hier gerade alles. Und dann wissen wir ganz genau, was für Ressourcen drauf sind. Kann ich euch... Wette ich mit euch. Und ich dachte, man muss das immer manuell machen. Also hinfliegen oder... Erstmal... Hat das gemacht oder bin ich jetzt... So viel Weltraumschrott war da gar nicht. Oh, letztes Mal war ich oben. Sieht doch in derselben Konstellation aus. Was ist dieses Signal hier? Eisensteinhändler. Ja, Planeten erforscht. 5 von 5. Planeten 3 von 3. Ach, wir können das ganze... diesen ganzen Quadranten quasi erforschen. Das ist ja cool. Hyper. Da unten, okay. Wir brauchen Eisen. Haben wir da was?
Im Norden. Ah, da können wir Eisen hochbeamen. Ja, dann, Hyperraumsprung. Habe ich den falschen Sektor angeklickt? Nee. Ich glaube, hier setze ich mal eine Person hin, die kann das mal machen. Die ganze Zeit scannen, ist ja voll nervig. So. Andere Seite. Man kann schlagen? So, Jungs. Wo seid ihr denn überhaupt? Ach, da. Ey, ich hoffe mal, dass da wenigstens 20 Eisen oder so ist. 9. Wie viel brauchen wir dafür Depot? Ah, 10, ey. Kannst mich doch einfach nicht verarschen. Ja, ihr macht das schon, ne? Resource beaming complete. Ich glaube, ich gehe dann gleich nochmal scannen. Resource acquired. Oh, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Resource. Könnt ihr das mal ein bisschen... Ich brauche Eisen. Mir fehlt quasi noch ein Eisen, um das Schiff zu entladen. Das heißt, wir müssen weiter scannen. Weil es kann sein, dass wir deswegen auch nochmal springen müssen. Hier, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, da, da. Komm, scannen. Das ist unsere einzige Hoffnung, weil ohne Depot haben wir ein Problem. Resource acquired. Jetzt hätten wir schon fast wieder von vorne anfangen können. Also vergesst das Depot nicht, wenn ihr spielt. Ja, tut mir leid, wenn das Scanner ein bisschen langweilig ist. Planeten helfen uns nicht. Wir brauchen unbedingt Weltraumschrott. Okay, wir haben alles gescannt, was in unserer unmittelbaren Umgebung ist. Zeig uns nochmal alles mit Eisen. Das ist echt die einzige Stelle. Ach, fuck you, ey. Resources collected. Man könnte da runterspringen und hoffen, dass da noch was ist. Ich wollte eigentlich die ganzen Planeten oder Bereiche immer schön nach und nach scannen, aber... oder bearbeiten, sagen wir mal so. Und noch nicht fertig, Jungs. Dann gib mal ein bisschen Gas. Resource acquired. Ich glaube, wir machen es so. Ich beam mal hier ein bisschen Eisen hoch. Und dann würde ich sagen, geht's nächstes Mal weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein... Oh, da ist noch Alien-DNA. Ja, damit. Ist mir aus dem Container. Ja, was würde ich sagen? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.